grüße Sie, Paraguay live und wie immer herzliche Grüße aus dem, nein, heute nicht sonnigen, sondern bewölkten Paraguay. So, wie immer vielen Dank an die Fragen und das heutige Thema ist einfach Auswanderung. Besser gesagt, wie wandere ich nach Paraguay aus? Okay, also ich bin ja schon 18 Jahre hier, aber wie wandert ihr nach Paraguay aus? Okay, bleibt dran! So, das Thema Auswanderung oder wie wandere ich nach Paraguay aus, habe ich schon in zahlreichen Videos angeschnitten. Hier links werde ich euch einen Link geben, wo sie, falls ihr noch kein Video darüber gesehen habt, könnt euch da links direkt draufklicken und da könnt ihr euch andere, weitere interessante Videos zu dem Thema Auswanderung anschauen. So, also danke für eure Fragen. Wie immer beantworte ich diese gerne. Viele Fragen von euch, bitte. Wie wandere ich eigentlich aus nach Paraguay? Tja, ist einfach, aber trotzdem denke ich mir, etwas erklärungsbedürftiger. Deshalb bin ich auch hier und erkläre euch in einigen Punkten, was man machen sollte und wie man es machen sollte. Okay? Also, auf jeden Fall möchte ich nicht zu sehr aufs Detail oder ins Detail gehen, weil in einem Jahr vielleicht wird das Video dann nicht mehr so aktuell, aber grundsätzlich die Vorgehensweise, die wird auf jeden Fall korrekt sein. Also, ich gebe euch auf jeden Fall hier unten die E-Mail-Adressen. Falls ihr Details braucht, schreibt mich ruhig an und ich werde euch persönlich die Fragen beantworten. Aber nochmal zum Thema. Also, Nummer 1. Ihr braucht eine Fotokopie des Passes. Richtig, nicht Personalausweises. Pass, also Reisepass, natürlich gültig und aktuell. Um die Kopie des Reisepasses schicken Sie bitte an uns oder an mich auch persönlich unter der unten auch in der Beschreibung angegebenen E-Mail-Adresse. So, ihr habt mich aber auch gefragt, wie wandere ich aus in den schwierigen Zeiten? Also wie alle wissen, die Verbindung, nicht nur nach Paraguay, sondern auch zu anderen Teilen der Welt ist etwas komplizierter geworden heutzutage. Ja, man kann zwar fliegen, aber ist nicht so einfach. Und deshalb wollte ich euch eine Sache sagen. Also man kann es auf jeden Fall, um Zeit zu sparen, aber auch Geld zu sparen, die Einwanderungsdokumente bzw. die eigentliche Einwanderung als auch den Personalausweis, den paraguayischen Personalausweis, online beantragen. Ja, online beantragen. Also ihr sollt auf jeden Fall die Zeit nutzen und falls ihr, wie gesagt, falls ihr habt euch dafür entschieden, doch die Dokumente zu beantragen, also die Einwanderung zu beantragen, dann müsst ihr auf jeden Fall es tun. Also wie gesagt, was man ja benötigt, und das hat sich ja nicht geändert, ist, wie ich schon sagte, eure Passkopie. Also im Prinzip die Kopie des Passes, wo eure Daten drinstehen. Des Weiteren braucht man natürlich Geburtsurkunde. Geburtsschein, wie man in der Schweiz sagt. Und Heiratsurkunde bzw. Scheidungsurkunde, falls ihr geschieden seid.
Und was brauchen wir sonst? Ich schaue ja gerade, ja, der Strafregisterauszug. Also es geht letztendlich darum, dass er möglichst frei ist, das heißt ohne sämtliche Register, okay? Also die vier Sachen brauchen wir auf jeden Fall und dann müsst ihr aber aufpassen. In dem folgenden Punkt sage ich euch, worauf ihr achten sollt. Also, jetzt bitte aufpassen. Also, erstens, die Deutschen passen bitte jetzt auf. Worum es geht, warum ich sage die Deutschen, also die deutschen Staatsbürger. Und auf der anderen Seite sind die anderen Staatsbürger. Also Schweizer, Österreicher, Polen, Russen, Kanadier, Amerikaner etc. Jetzt kommen wir zu den Deutschen. Das heißt, die vier genannten Punkte, bis auf die Passkopie, also im Prinzip drei, müssen von der deutschen Botschaft bzw. von der paraguayischen Botschaft in Deutschland bestätigt werden bzw. begläubigt werden. Das ist das A und O und das ist der Riesenunterschied zu den anderen Nationen. Ja, das heißt also, die Deutschen, die müssen die Dokumente zu der paraguayischen Botschaft bzw. zu dem paraguayischen Konsulat in Deutschland hinschicken, begläubigen lassen und wieder die Dokumente werden zurückgesendet. Aber Vorsicht, bevor ihr die drei Sachen rausschickt, bitte schreibt uns an, falls ihr die Sache online machen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Also, falls ihr jetzt die Zeit, wo es keine Flüge gibt, die Situation einfach oder die Zeit verkürzen, also ihr bleibt nicht zu Hause, vielleicht rumsitzen und Däumchen drehen, sondern ihr bleibt zu Hause und könnt tätig werden und zwar online die Einwanderungsdokumente beantragen. Also, schreibt uns an, falls ihr das online macht, benötigen wir von euch weitere Dokumente, wie zum Beispiel eine Vollmacht. Das heißt, kurze Zusammenfassung für die deutschen Staatsbürger. Bitte also Kopie des Passes von allen Personen, also jetzt geht es um die deutsche Staatsbürger, von allen Personen, die Einwanderungsdokumente beantragen möchten. Also Kopie des Passes, einfach, zack, Foto machen und per WhatsApp, ich gebe euch die Nummer drunter, Business WhatsApp, einfach an uns senden. Das ist also so, also ich hoffe, die Informationen sind nützlich für euch, wenn ihr nach Paraguay einwandern möchtet, also aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich auswandert möchtet. Deshalb, wie gesagt, nimm einfach das ganz ernst und nenn bitte nicht Plan B, Plan C, Plan D etc. Warum macht ihr einfach nicht den richtigen Schritt und sagt, okay, also jetzt ist mein Plan A, die Einwanderungsdokumente zu bekommen. So, die Einwanderungsdokumente für Paraguay kann man doch problemlos auch in der heutigen Zeit beantragen. Also, warum tut ihr das nicht? Es ist relativ easy. Mit unserer Hilfe geht es auf jeden Fall und ihr habt den ersten Schritt gemacht. Kann ich mich verabschieden und hoffe, euch geholfen zu haben. Also bitte immer Likes nach oben, falls ihr behilflich seid. Den Kanal
Bitte abonnieren, mit Glöckchen natürlich, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich werde euch am Schluss oder zum Schluss des Videos weitere empfehlenswerte Videos aus unserem YouTube-Kanal Paraguay Live weiterempfehlen. Also in diesem Sinne, bleibt gesund und wie immer Daumen hoch und an die Einwanderung denken. Bis dann in diesem Sinne, mach's gut.